Wird übrigens interessant, wie unser Avatar jetzt einen neuen Synchronsprecher hat. Aber die Meldung, dass das Monument angegriffen wird, immer noch die alte Auf ist. meinen Befehl. Schnell. Bereit und los. So, Gorim ist auf dem Weg hierher. Auf mein Mir nach! Kommando. Auf meinen Befehl. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Sie Deckung! sind überall! Sie sind überall! So, hauen wir mal raus, was wir raushauen können. Er wird sein Blindwerk! Er teilt sich! Schlagt sie zu! Feindlicher Er rührt den Angriff! Kristall! So, Verstärkt haltet die ihr es Deckung, auf! Irune ruft. Zu Befehl. Oh, das müsste ich Zeit selber zu machen, sterben. wahrscheinlich. Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Ja, den Kristall berühren. Zurück mit euch! Schlagt sie zurück! Die Rune Schließt die sofort Reihen! ausgeführt. Sie sind überall! Ich kann den Kristall gerade nicht berühren, ha? Haltet durch, Männer! Ja, der Kristall verströmt ein unwirkliches Licht. Er scheint mit Laurin in Verbindung zu stehen. Den Kristall berühren. Achtung! Sie sind überall! Sie sind überall! Zurück mit euch! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Okay, berühren wir den Feindlicher Kristall. Angriff! Wer rührt den scheiß Haltet Kristall? durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Du sollst dem Kristall. Verteidigt euch! Okay, gegen 3 von dir habe ich keine Chance. Ich alleine. Vor allem, wenn ich vergiftet bin. Ah. Zu Befehl! Das ist aber auch doof. Der Zwerg ist tot. Ja, ich hätte das noch nie lesen sollen. Man soll die Drachenkristalle schnell berühren. Aber mein Avatar hat's ja lieber gehabt, wenn ich auf den Kristall geklickt habe, dass er einfach stehen geblieben ist und Fernkampf gemacht hat. Jetzt muss ich 3 von denen noch töten. Einer ist zum Glück angeschlagen und das Problem ist, der Zwerg ist tot.
Der da heilt sich langsam hoch. Der wäre nämlich schön angeschlagen gewesen. Ja. Laurin der Täuscher, ich würde ja sagen, die Rune befiehlt. Kerl. Auf mein Zeichen. Schnell. Ich meine, machbar ist er ja. Oh. Bereit, folgt mir. Zur Ehre Aonirs. Schließ die Reihen! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Okay, einer ist down. Auf mein Kommando! Für die Rune! Schließ die Reihen! Nicht über den da anwählen. Schlagt sie zurück! Wird sofort ausgeführt. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Komm, Bombien! Verstärkt die Deckung! Okay, noch ein Laurin übrig. Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Hier, sofort! Bestbuch. Okay, Laurin der Täuscher wurde abgeschlossen. Wir haben hier... Oh. Die Zwergenrune. Fechterhose. Sturmsänger. Ein Herz. Und eine Zerbietenträne. Was machen wir mit dem Herz? Wegschmeißen können wir es schon mal nicht. Ja. Hätten jetzt aber die Bump. Ihn hier. Könnten wir eigentlich unseren Kämpfer dann austauschen? Auf mein Schnell. Zeichen! Und los! Ja, da würde ich sagen, machen wir die Untoten da noch weg. Ah, gut, das war Laurin der Täuscher. Schnell! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Angriff! So, schlagt sie zurück! Da hinten weg. Sie sind überall! Oder noch besser den Totensammler, der sie heilt ja. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! So, jetzt heilt der wenigstens nicht mehr. Schließ die Reihen! So, Schildwache down. Haltet durch, Männer! Bereit, in die Schlacht! Sie sind überall! Auf mein Schnell! Haltet durch, Männer! Schnell, in die Schlacht! So, sie sind überall! Feindlicher Angriff!
So, das waren hoffentlich die letzten Untoten jetzt hier. Die Rune befiehlt? Was wünscht die Rune? Zu Befehl. Auf dem Weg. Gut, das heißt, wir können zum Rabenpass zurückkehren. Schwere Rüstung und du wirst aber nichts tragen können. Also du bist ja eine besondere Rune, so wie er hier auch und wie Ump auch. Läufst nur etwas langsam. Na, Ump läuft noch langsamer und kämpft auch langsam. So, dann zum Rabenpass. Und ja, zum Portal nach Kartei. Und ja, hier sind jetzt alle Gebäude weg. So wie hier unten auch alles weg ist. Oh. Kiste, Kiste, Kiste. Immer noch kein Bauplan, hä? Aber ich kann jetzt den Kämpfer gegen den Zwerg austauschen. Ja, den kann ich nur mit... Schilde kann er keine tragen, also sollte ich ihm eine zweihändige... Ja, warum nicht gleich die da? Na, geben wir ihm das Henkersbeil. Oder Winterlich. Ja, genau. Und ringmäßig. Einsiedlerring bringt ihm nicht viel. Glutband bringt ihm was und ja, den Feinstein. Fechtmaske. Oh, und eine Schädelmütze. Oh, die gibt's ja auch wieder. Habe ich total vergessen. Mal gucken, wie viele diesmal. Wir hatten ja in Breath of Winter Glück, dass wir eigentlich alles bis auf eine Truhe öffnen konnten, weil uns genau eine Sternenmünze gefehlt hat. Oh, wir haben jetzt sogar schon 4 Zerbieten drin von 6, die wir brauchen. Also fehlen noch gerade mal 2. So, ich würde dann aber sagen, bevor wir das Tor durchqueren, kommt eine Cutscene. Ron, was ist nur aus euch geworden? Endlich frei. Ron? Seid ihr der Ron, den ich kannte? Ja, Freund. Mein Geist ist nun frei. Doch ich habe nicht viel Zeit. Okan Ashir erweckt die Magier des Zirkels mit dem Trank der Lebensessenz. Sie werden dadurch zu ebenso willenlosen Sklaven seines Geistes wie ich. Doch ihre Macht erneuert sich mit jedem Tag. Bald werden sie wieder so mächtig sein wie zur Zeit des Zirkels. Du musst dich beeilen, Freund. Diese Untoten sind nur die Vorhut.
Was jenseits dieser Berge lauert, wird das Kaiserreich zu Staub zermalmen. Aber wie kann ich Hokan aufhalten? Du hast noch den Phönixstein. Du musst... Wie kann ich ihn einsetzen? Du musst ihn öffnen, den Phönix befreien. Wie? Der Stein ist unzerstörbar. Finde das Schwert. Das Schwert. Rohan! Er ist fort. Ruht in Frieden, alter Freund. Oh ja, dankt mir nur nicht alle auf einmal. Nun steht nicht da und gafft, davon wird er nicht wieder lebendig. Wir müssen weiter. Katai wird bereits belagert. Durch das Portal, los kommt! Oh, da ist sie wieder weg. Ja. Gut, jetzt können wir speichern. Und dann gibt es einen kleinen Cut. Also, bis gleich.